Durch die Verwendung des Lese-Schreib-Stativs oder die Freihandnutzung ist die Manotouch-Kamera häufig nicht parallel zum Lesegut ausgerichtet. Diese Schrägstellung sorgt für eine Verzerrung des Kamerabildes. Aus diesem Grund verfügt Manotouch über die Funktion des Trapezausgleiches, welche die Verzerrung durch die Schrägstellung virtuell aufhebt. Mit dieser elektronischen Nachregelung ist gewährleistet, dass Ihre Vorlage unverzerrt auf Ihrem Bildschirm abgebildet wird. Der Trapezausgleich kann auf verschiedene Weisen, nämlich dynamisch oder statisch eingestellt, aber auch gänzlich abgeschaltet werden. Die Standardeinstellung des Manotouch ist der dynamische Trapezausgleich. Dieser sorgt dafür, dass eine permanente Bildjustierung unabhängig von der Stellung der Leselupe erfolgt und Ihre Lesevorlage stets verzerrungsfrei dargestellt wird. Der dynamische Trapezausgleich wird durch das Unendlichkeitszeichen symbolisch dargestellt. Bei der zweiten Variante, dem statischen Trapezausgleich, können Sie die Stärke des Trapezausgleichs manuell über einen Schieberegler für eine bestimmte Gerätestellung festlegen. Hierbei können Sie sofort erkennen, wie stark der Entzerrungsgrad bei der durchgeführten Einstellung durch den Schieberegler ist. Wenn Sie den Entzerrungsgrad manuell festgelegt haben, nimmt die Kamera mit diesem Wert weiterhin Ihre Lesevorlage auf, unabhängig von der Stellung des Geräts. Der statische Trapezausgleich wird symbolisch durch einen grünen Haken dargestellt. Bei der dritten Einstellung wird die Funktion des Trapezausgleiches vollständig abgeschaltet. Sie sehen somit Ihre aufgenommene Vorlage je nach Gerätestellung in einer leicht verzerrten Darstellung auf Ihrem Bildschirm. Diese Funktion wird durch ein rotes X symbolisiert.